Palm Springs, die Wüstenstadt in Südkalifornien. Findet sich hier ein Publikum, das sich für den Kampf von Schweizer Hausfrauen für das Frauenstimmrecht interessiert? Am Palm Springs Film Festival präsentiert Regisseurin Petra Wolpe ihren Film dreimal in einem ausverkauften Kinosaal. Die Emanzipationsgeschichte, die göttliche Ordnung, spielt in den 70er Jahren, als die Schweiz als eines der letzten Länder in Europa den Frauen das Stimmrecht verweigert. Das amerikanische Publikum ist begeistert. Großartig. Der Film kommt zur richtigen Zeit. Wir erleben eine neue Revolution für Frauen. Ich liebe diesen Film. Ich war überrascht, dass die Schweiz so lange für die Gleichberechtigung gebraucht hat. Es war wundervoll. Ich habe den Film genossen. Ich hoffe, er wird weltweit erfolgreich sein. Der Film wird inzwischen tatsächlich in fast 40 Ländern weltweit gezeigt. Und auch die Regisseurin genießt eine Aufmerksamkeit, wie sie Schweizer Filmemachern selten zuteil wird. My background is I studied in Berlin at the film school. Die Journalisten interessieren sich nicht nur für den Inhalt des Films, sondern auch für den eigenwilligen Stil der Regisseurin. Was macht den Film international so erfolgreich? Der Film hat ein sehr starkes, universelles Thema, das offenbar über Kulturen hinweg die Leute anspricht. Weil es geht um den Kampf gegen Ungerechtigkeit. Und das ist sehr ein sehr universelles Thema, wo wirklich viele Leute können etwas damit anfangen können. Und das ist natürlich auch etwas, nach dem ich immer suche, wenn ich einen Film schreibe. Petra Wolpe. Die Drehbuchautorin und Regisseurin lebt abwechslungsweise in Berlin und New York. Schon als 10-Jährige wollte sie zum Film. Petra Wolpe und und ich werde mal Schauspielerin werden und hoffentlich werde ich auch. 20 Jahre später etablierte sich Petra Wolpe im Filmgeschäft statt vor, neben der Kamera. Nach einer Filmausbildung in Berlin schrieb sie Drehbücher und führte Regie. Das Drehbuch für die letzte Heidi-Verfilmung mit weltweit über 3 Millionen Zuschauern stammt von ihr. Die Schweiz gilt einfach nicht als Filmland. Es gibt keine Aufmerksamkeit für unsere Filme. Ich glaube, wenn man einen Film machen will, der international erfolgreich ist, dann muss man von Anfang an alle am gleichen Strang ziehen. Produzenten, Autoren und Autorinnen, Regisseurinnen, das muss wie so eine Absichtserklärung sein. Und dafür muss man sich auch informieren, was bedeutet das überhaupt? Will man einen Film machen, der international erfolgreich ist an einem grossen Festival? Was hat man denn dort für eine Konkurrenz? Und was haben dort für Geschichten Erfolg? Petra Wolpe scheint das Rezept für den internationalen Geschmack gefunden zu haben. Zurzeit ist sie in Los Angeles unterwegs, in ihrer Freizeit oft im Sportdress. Eine Agentur vermittelt sie an die wichtigsten Produzenten der Filmmetropole. Die haben mich jetzt in ganz Hollywood rumgeschickt und ich habe ganz viele Produzenten getroffen. Ich war bei Ridley Scott in der Produktionsfirma, Fox Searchlight. Nächste Woche gehe ich zu Marvel. Und es macht einfach irgendwie Spass, die Leute kennenzulernen und plötzlich da quasi im Epizentrum von der Filmindustrie unterwegs zu sein. In Amerika lernt Petra Wolpe Filme machen als knallhartes Geschäft kennen. Mein erstes Treffen mit meiner amerikanischen Agentin war sehr lustig, weil etwas vom Ersten, was ich zu ihnen gesagt habe, ist, also mir geht es nicht ums Geld. Und die haben mich wirklich angeschaut, als wäre ich von einem anderen Planeten. Und ich habe dann versucht zu erklären, dass für mich Filme machen sehr persönlich ist, dass es um Kunst geht. Und ich glaube, das ist ein Konzept, das hier nicht quasi das Erste ist, das denen in den Sinn kommt, wenn es um Film geht. Sondern es ist wirklich da, man merkt eine Industrie, wo es um Geld geht. Trotz Angeboten aus den USA, Petra Wolpe möchte auch weiterhin Schweizer Themen auf die Leinwand bringen.